Da ist er wieder. Knoppi aus der Bretterbude, hat keine Bretterbude mehr, ist zu Besuch bei Langtuning und hat gefragt, kann ich dir die Firma mal hier ein bisschen, nee, warte mal, hat gefragt und stopp, scheiße ich nicht. Ich war hier in der Nähe, bin einfach vorbeigefahren, habe geklingelt, Jan hat sich gefreut und jetzt sagt, das stimmt doch gar nicht. Ich will die Firma mal sehen. Stimmt nicht, nein. Doch, stimmt natürlich. Da hatte ich schon das ein oder andere Mal das Vergnügen und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe gerade ein Bedürfnis. Du hast ein Bedürfnis? Ja, genau. Was ist deins? Hast du eine Kiste? Weil das sieht bestimmt total albern aus. Ein kleiner Mokel. Ich dachte, du würdest jetzt irgendwelche biologischen Tafeln loswerden. Ich würde mich gerne irgendwo raufstellen. Ach so, okay. Nee, verstehst du? Ja, warte, hier. Ja. Ich habe aber nur Sachen, die so ein Meter hoch sind. Dann kommen wir vielleicht auf dieselbe. Ich liebe diesen Typen ein. Was wollen wir zuerst angucken? Ich zeig dann mal hier, wo die Jungs fräsen. Man hört es schon im Hintergrund. Gehen wir erstmal hier zu unserem Daniel. Ich glaube, der kennt den schon hier. Okay, Daniel! Hallo, Grüße! Grüß dich! Schön, dass du da bist! Ich glaub, den Typ kennst du schon, oder? Du hast ihn schon mal irgendwie gesehen, oder? Ich dachte, YouTube könnte es sein. Ja, könnte sein. Ja. Was machst du hier? Jetzt aktuell machen wir die Sportbearbeitung für die Schleiferei. Die werden jetzt noch ein bisschen poliert und entgradet. Unser Paddy wird sie dann noch holen. Dann haben sie sauber gemacht. Dann sind die fertig. Also ganz, ganz doofe Frage. Ja. Lieschen Müller hat jetzt einen 50 Kubikzentimeter auf ihrer Schwalbe und sagt, ich möchte jetzt gerne ein bisschen schneller fahren. Die baut ihr Zylinder aus und schickt den hier direkt zu Landtuning her. Genau. Und ihr prüft dann erstmal und guckt euch an, ist er überhaupt noch überarbeitungsfähig. Genau. Ja. Und wenn das halt der Fall ist, dann kannst du sich auswählen, ob sie eine Sportbearbeitung haben möchte oder nicht. Okay. Ja, dann prüfen wir das, wie gesagt, dann wird der Zylinder gebohrt. Erstmal, da gucken wir, damit wir mit dem Maß rauskommen, auch von der Kolben. Meistens bohrst du die ja auch, dann musst du zwei Maße überspringen, wenn sie weit verzogen sind. Ja, dann machen wir, wie gesagt, danach die Sportbearbeitung. Dann wird alles entgradet. Also, es wird erst gebohrt vorm Fräsen, ja? Genau. Weil im Prinzip, wenn ich jetzt bohre, dann wird ja der Durchmesser größer und dann verändern sich die Winkel ja auch nochmal. Genau, nicht? Und die Steuerzeit. Ne? Genau. Okay, also erst bohren und dann fräsen. Genau, das ist das Wichtige dabei. Also für jeden, der das macht wie Ecke, ich hab das ja. Soll ich das mal erzählen, Jan? Jo, erzähl alles. Ja? Mein erster Zylinder SH2, einfach abgeschraubt, Fräser besorgt und einfach angefangen zu fräsen. Mir irgendwo Maße herbesorgt und dann irgendwie gefräst. Der lief natürlich, wie ein Sack Nüsse, klar, logisch, aber er lief. So, und du machst das wahrscheinlich nicht so, sondern ihr arbeitet irgendwie mit Schablonen oder so. Halt ja, mit Schablonen, genau. Genau, ja. Wie geht das? Ja, das kannst du mal zeigen, dann gehen wir mal rüber und holen mal die Schablonen. Warte, dann gebe ich jetzt mal das Mikro, Daniel, oder? Okay. Weil wir haben jetzt nicht für jeden Fräsraum eine Schablone, es lohnt sich ja nicht für den einen Anriss. Auch sehr spannend, sehr spannend. Ja, dann komm hierher. Konzentriere dich erstmal auf den Zylinder. Du bist schon wieder abgelenkt. Da hat man mich gemerkt, dass ich da bin, glaube ich. Nee, da ist so konzentriert. Und sowas hast du umgefräst? Nee, SH2 war mein erster Zylinder, den ich gefräst habe. Und hat echt, er funktioniert? Das darfst du überhaupt keinen erzählen, wie ich das gemacht habe. Echt, wirklich. Machst du aber gerade. Das ist ja ein Guss, das ist ja kein Aluminium. Das Ding ist komplett aus Guss. Dann die richtigen Fräsköpfe besorgen. Und also, dass der lief, ist ein Wunder, aber er lief. Und ich habe da noch einen zweiten und einen dritten jemand. Ja, guck, hier haben wir unsere Schablonen. Ja. Kannst du ruhig mal hingucken. Ja, alles, was du da hast. Sesche Steuerzeiten, 70er Steuerzeiten, die Sport für Membran. Für die Evos. Kann ich mal so irgendeinen, den du jetzt gerade fräst zum Beispiel? Den also aktuell machen wir einen Sport. Hm? Genau. Ja, da machen wir das ein bisschen anders, weil da brauchen wir ja nicht jetzt einen riesen Schablon draus machen. Wir haben zwar auch Schablonen da, wir machen es zum Beispiel da mit Kolben, die wir uns auf Länge gemacht haben. Ich kann dir das dann drüben auch mal zeigen. Ja, geil. Ja. Und was jetzt Vierkanalzylinder und sowas sind, was ein bisschen aufwendiger ist, dann hast du ja mit einem Anriss, musst du alles ausmessen, da haben wir uns das lasern lassen. Ja, so kenne ich Schablonen, genau. Das ist geil, oder? Aus Pappe und Papier. Das war mal von einem ehemaligen Mitarbeiter, der das gemacht hat hier und ich finde die Idee total sexy. Also das ist wirklich, vielen Dank nochmal, dass du uns das gemacht hast, wenn du das Video siehst. Also das ist halt einfach schön, da können wir das reinstecken, dann wissen wir ganz genau, wo unsere Kanäle sind. Ist einfach fertig. Genau. Aber das ist ja jetzt nur für einen bestimmten Kolben. Du hast ja auch größere und kleinere Kolben. Das ist jetzt 85 Evo, 85 Evo, da haben wir eh das Grundmaß da. Blöde Frage. Und deswegen passt die Schablone immer. Ja, ja, okay. Ne? Okay. So, das nehmen wir mal mit rüber, dann zeige ich dir das mal.
wie wir das machen. Wie Profis das machen, nicht wie Knoppi das in der Bretterbude gemacht hat. Da steckt der Mann hier im Weg rum. Das macht nichts. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendeinen, die sind ja jetzt schon gefräst, ne? Macht ja aber nichts. Na, dann haben wir uns die Kolben gemacht. Also das ist jetzt auch wieder ganz Standard, 50 Kubikzentimeter. 50 Kubik Sport, also ja. Ganz okay. Standard. Und, ne? Und der ist gebohrt und schon das, gefräst? Der ist jetzt gebohrt, ja, okay. Gefräst. Hm? Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen die Übergänge polieren. Ja. Und dann wird er entgratet. Alter, ist das Porno, ey. Geil. Du meinst nichts mehr, ne? Geil. Das müsste man ein bisschen Öl auf den Finger machen. Flutscht so. Das ist falsch, dann erholen. Ja, genau. Ja, hier sieht man jetzt, guck, das haben wir mit A bezeichnet. Dann haben wir jetzt die Kolben passend auf Länge gekürzt, weil wir ja immer. Also, ihr habt jetzt irgendwelche Kolben jetzt. Ja, jede Kolben. Ja, 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 ja. Ne? Weil wir ja immer von der Oberkante ausgehen, von dort ist ja die Steuerzeit. Ja. Ne, dann steckt man den hier rein. Das ist jetzt zum Beispiel der Auslass. Ah, und jetzt hast du die. Dann hast du genau die Auslasshöhe, die du brauchst. Das ist pfiffig. Da ist jetzt und dort wird quasi einfach angerissen. Hier mit ja, okay. L-Gerät. Hm? Und dann hast du deine. Genau. Und beim Einlass, okay. Da haben wir uns das dann halt so überlegt. Deshalb, okay. Ne? Weil sonst hättest du so lange Kolben haben wir ja also gar nicht. Eigentlich total einfach. Ne? Musst du drauf kommen. Hast du Überströmer? Ja. Dann sind die genau auf Kante. Aha, okay. Und wir fräsen sie auch genau auf Kante. Mhm. Mach was. Und dann Einlass haben wir noch einen Kolben kombiniert. Okay. Das sind wir genau beim Einlass. Ja, okay. Ne? Das ist jetzt für die Sportzylinder. Mhm. Und dadurch wir die Steuerzeiten nochmal abgeändert haben und alles, haben wir natürlich auch wieder Schablonen gemacht. Ich hab da eh weil das vom Anreißen her sonst nicht schön ist. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Ja. Wenn du jetzt hier fräst, jetzt den Überströmer, ja? Okay, jetzt hast du ja einen bestimmten Spiegelwinkel, den du ja einhalten musst. Woher weißt du jetzt, wenn du nur unten den Strich machst, woher weißt du, wie weit du nach rechts oder links fräsen musst und in welchem Winkel? Das ist gefräst, also das ist Fräsergefühl, sag ich mal. Ja? Okay. Also der Spülwinkel an sich selber, ob da jetzt einmal ein Grad zu ist oder ein Grad zu, hinten aus, merkst du das nicht in der Leistung. Okay. Definitiv nicht. Okay. Ja? Also es sind so. Wenn du 10 Grad abweichst, würde das natürlich. Ist natürlich klar, wenn du jetzt den so machst. Aber da gehört jetzt nicht. Zu dem Fräsen gehört einfach ganz viel Gefühl dazu und das lernt man mit der Zeit. Genau. Stimmt, mein erstes Mal war scheiße und nachher wurde es immer besser. So ein paar markante Punkte, wo wir ein bisschen hinterfräsen und machen, aber die bleiben mal bei uns. Ja. Muss ja nicht alles wo wir das Band mal ein bisschen breiter ziehen, damit es so schön breit ist, damit es schön funktioniert. Aber die bleiben im Haus. Wenn ich jetzt noch eine doofe Frage stellen darf, wenn ich jetzt den Ausgang habe, den Auslass, viele sagen ja immer, also die Gase, so ist meine Hypothese auch, die Gase müssen ja möglichst schnell entweichen. Warum mache ich da den Auslass so schmal? Warum mache ich den nicht einfach breiter? Also bei der Sportbearbeitung an sich, das ist ja nur ein Sport. Es ist ja jetzt nichts irgendwas, was extremst Leistung bringen soll. Okay. Wenn du jetzt extrem viel Leistung haben willst, dann musst du hier mit Vorauslass arbeiten. Und demzufolge sieht es ja, also es gibt ja verschiedene Auslassvarianten, sag ich jetzt mal, ne, von der Form. Ja. Ne, und dann hast du ja meistens, ist es die V-Form, damit du viel Vorauslass hinkriegst. Und durch viel Vorauslass generierst du auch mal Leistung. Ich höre Vorauslass und fühle mich genötigt, euch zu erklären, was ist Vorauslass. Genau. Dankeschön. Vorauslass. Ja, stell euch jetzt mal die Überströmer vor, die in dem Zylinder drin sind. Ja, die siehst du hier in der Sonne, die Überströmer. Da. Und die Überströmer gehen ja irgendwann zu. Wenn der Kolben nach oben geht, ist irgendwann der Überströmer zu. Warte mal, an der Schablone kann man es schön zeigen. Genau. Der Schablone kann man es schön zeigen. Die Überströmer gehen zu, das heißt der Kolben. Kein Fest. Genau, da hält jemand anders, die Kamera ist super. Ich hätte das Brüste dahinter. Also, wir haben hier das Mikro. Hallo, hört ihr mich? Also, die Überströmer gehen zu, der Kolben kommt nach oben, verschließt die Überströmer. Und alles, was übrig bleibt, ist der Vorauslass. Also quasi die Nebenauslässe und alles, was hier dran ist. Ne? Und das, was ihr seht, der Kolben wäre so zu, dann ist das der Vorauslass. Also der Auslass, die Fläche vom Auslass, die noch offen ist, vom Auslass, wenn die Überströmer gerade geschlossen sind, das ist der Vorauslass. Und man kann sagen, umso mehr Leistung man möchte, umso mehr braucht man Vorauslass. Das bringt aber nichts,
Nein. Wenn man einen Sport hat oder ähnliches, weil der Auspuff und der Vergaser kann das ganze System gar nicht mitziehen. Genau. Deswegen ist beim Sport der Auslass immer noch klein. Ja. Hat natürlich auch den Grund, dass es nicht ganz so auffällt. Okay. Und gleichzeitig würde der Auspuff und auch alles andere das so ein bisschen verhindern. Hm. Deswegen versuchen wir das darauf abzustimmen, dass es eben mit den ganzen kleinen Komponenten und dem kleinen Hubraum und alles der Auffälligkeit halt so bleibt. Wir könnten also in den 50er noch deutlich mehr Leistung reinzimmern, aber dann sieht man es eben sehr schön. Okay. Das heißt also im Prinzip, ich kann natürlich diesen Ausgang kann ich jetzt größer und breiter machen, hilft mir aber ja nicht. Im Prinzip, weil die ganzen anderen Komponenten nicht passen sind. Und vor allem stellt es auf. Alles klar, okay. Also viel hilft nicht immer viel. Das stimmt. Ja. Ja, genau. Zum Beispiel Größe, du brauchst jetzt nicht so groß sein wie ich, kannst trotzdem widersprechen. Ja? Immer eine Zelle mit dir. Ja, genau, gut, der Jan hat das ja jetzt super erklärt. Ja, okay. Na, und ich wollte mal noch einen 85er holen. Dann ja, machen wir das. Siehst du das mal mit den Anreisen? Ja. Oder ja, ja. Reißt mal selber einen ein, wenn du willst. Das war doch mal was. Ich reiß. Wollen wir das versauen? Ja, okay. Ich hol mal fix ein. Wie versauen, ey. Aber keine Schwäche. Den unterschreibe ich dann. Ja, genau. So genau. Machen wir kurz ein Autogramm und dann kannst du ihn verlosen oder irgendwas. Verschrotten. Oh, Alter, der ging tief rein. Ganz simpel, reinstecken. Und dann haben wir hier oben eine Führung gebaut. Alles klar, für die Begrenzung. Für die Begrenzung, ne? Ja, okay. Ich muss nochmal betonen, ehemaliger Mitarbeiter von uns hat das gebaut. Das hat sich sehr schön gebaut. Mir gefällt dieses System mega. So, dann schön nochmal reindrücken, damit du auch genau oben mit der Schablone anliegst. Und dann siehst du... Eine ganz kurze Frage. Die Schrauben, alles klar, die sind jetzt nur drin, um die hier in den Stehbolzen... Zu fixieren. Alles klar, okay. Gut, gut. Jetzt wieder rauf. Jetzt hast du hier die Höhe. Genau. Okay, und jetzt sehe ich hier, dass es hier ein bisschen übersteht. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Weil nur Außenmitteln im Prinzip. Genau. Hm. Das mittelt sich ja über die Bolzen. Ja. Na, die Schablone, die kannst du ja nicht 100% rollen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ne? Okay, okay. So. Ich reiß einfach mal am Auslass an und den Rest kannst du ja mal probieren. Oh Gott. Na, du hältst den Zylinder einfach den fest. Nö. Ne? Ruhig zwei, dreimal ziehen und so schöner sieht uns hinterher. Das Geile das ist jetzt, wenn die Kamera im Weg ist, ne? Das ist immer sehr schön. Ja, ja. Wenn ich mit der Kamera rumspringe, dann fühlt man sich total genötigt, sich irgendwie behindert zu übernehmen. Guck, und hier ist genau das Gleiche. Siehst du? Ja. Ja, ich denke, man sieht's. Warte. Das ist ein Zuschauer, was davon hat, ja? So. Und immer schön am Rand lang gehen. Ja. Okay. Das ist geil, du bist richtig gezwungen jetzt hier. Ist auf unserer Seite. Und nicht so einfach. Die Kamera so, jetzt kannst du mal. Okay, nimm mir einen einfachen. Hier brauchst du bloß oben den Strich machen. Ich will mich mal von oben die Platze. Also muss ich ja richtig Kraft drauf bringen, ja, natürlich nicht. Also das sind diamantbesetzte Spitzen. Ja, aber ich rutsche andauernd in den Überströmer rein. Nee, du musst. Das ist wir brauchen ja die oberste Steuerzeit. Ja? Ne? Unten, das interessiert uns ja nicht. Ja? Und da hier ist es halt. Ach so, ja, wir müssen ja umdrehen, genau. Ja, genau, ja, 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 ja. Also hier ist natürlich dann die obere. So, genau. Und jetzt so ansetzen? Am besten. Mit dem, ne? Mit dem hier. Hm, okay. Weil ja sonst du einen Fehler machen kannst, wenn die Spitze wieder schräg ist. Mach's ja schräg. Dann hast du ja schräg drin und reißt die Steuerzeit schon wieder ein, zwei Grad höher an. Ah, jetzt. Jetzt, ja. Ja, bin blind. Das ist schon okay, das sieht man dann schon. Echt, ja? Ja, ja. Reicht dir das? Ja. Und ich sehe jetzt, das ist ja allerhöchstens ein halber Millimeter. Ja, weil... Mehr ist das ja nicht. Das macht teilweise schon so viel aus, ja? Das macht viel aus und das Nächste ist, umso flacher man eine Steuerzeit fährt und umso mehr Fläche man generiert in dem Zylinder, umso niedriger ist auch die Drehzahl, wo der Zylinder funktioniert. Wenn man jetzt die Steuerzeit immens hochnimmt, sagen wir mal 130 Grad, Alter, ja, dann ist ja die Füllung so schnell da. Und das Ding. Ja, der größte Nachteil ist eigentlich, wenn die Überströmsteuerzeit so hoch wird, dass der Auslass oder dass der Auspuff eben zu viel wieder zurückdrückt in die Überströmer, dass wieder im Kurbelgehäuse landet und dann halt du hast ein Problem mit Druckverlusten. Also das ist richtig zu erklären, das ist ein bisschen viel. Aber die Steuerzeiten niedrig zu halten und mit niedriger Steuerzeit genug Fläche zu erzeugen, hat halt den riesen Vorteil, dass das Ding viel Leistung bei wenig Drehzahl hat. Genau. So, und jetzt hier? Den müsst ihr komplett anreißen. Ja. Wie kriegst du da jetzt ein Loch hin? Jetzt fräst du einfach von hier? Das fräse ich dann von da durch, ja. Von hier? Genau. Wie lange sitzt du da dran? Wie lange brauchst du? Also insgesamt für so einen Zylinder,
Also bis er erstmal jetzt hier fertig diese, bearbeitet ist. Zum für diesen Überströmer jetzt hier. Hier für dieses Loch, was hier zusätzlich rein muss. Das können wir ja dann mal fräsen. Fräsen wir hier ein Loch da rein. Bloß erstmal ein Loch drin ist. Ist ja vorgefräst, ne? Hast du das gesehen? Wir reißen jetzt erstmal fertig an. Und dann Und wenn ich mir jetzt hier angucke, ja? Wenn du jetzt hier durchfräst, wie lange brauchst du jetzt, sag mal, um hier ein Loch reinzufräsen? Also das Loch an sich selber ist durchgebrochen in 5 Minuten. Ja. Aber der komplette Zylinder natürlich mit der ganzen Bearbeitung sind 4 Stunden ohne Probleme weg. Okay, ja, also einen halben Tag brauchst du gerade. Auf jeden Fall. Wisst ihr, wie lange ich für den SH2-Zylinder gebraucht habe? 2 Tage. Okay. 16 Stunden und ich weiß nicht, wie viele Fräsköpfe. Okay. Hat das funktioniert? Er ist gefahren, ja, und er ist so ja relativ schnell auch gefahren. Warum, kann ich dir bis heute nicht beantworten. Aber er hat nicht sehr lange gehalten. Auf einmal stand das Hinterrad und ich habe fast nicht auf die Fresse gepackt. Wie Heike immer gesagt, leck mir noch eine Fresse. Du musst nicht mit der Reißnadel durchfräsen. Ne? Ach so, ich dachte jetzt. Nee. Ja, wir müssen bloß noch drehen. Den müssen wir noch. Und okay. den Nebenauslass. Du hast ja gesagt, es ist Diamant besetzt. Also Diamantspitze, ja. Ja, okay. Sonst kriegst du dir alle gut anreißt. Ja, ja. So, jetzt muss ich wieder gucken. Unten muss ich. Genau. Muss umdenken. Ist wirklich nur ein Haar, aber. Es ist ein bisschen was. Ja, das ist nicht mal ein halber Millimeter. Und bis zur Ecke rein, ja? Genau. Okay. Weil ja durch die Rotzylinder, die sind ja auch immer ein kleines bisschen unterschiedlich vom Guss. Und du musst es dann halt, sag ich mal, nach der Schablone. So gut wie es geht, ausgleichen. Und den machst du hier, ansonsten brauchen wir 20 Stunden. Okay, ich mach den mal. Ja, wir müssen noch schauen, die Kamera, die kann jetzt ungefähr nur noch 2 Stunden filmen. Na, dann machst du eigentlich immer Kurzvideos. Siehst du, das ist das Problem. Du machst Kurzvideos, ich bin immer der mit den langen Videos, weißt du? Ja. Die Kombination davon jetzt. So, genau. 30-Minuten-Video wird es werden. Dann kannst du mal die Schablone rausmachen. Drück dir mal raus die Schablone und dann siehst du dein anderes. Also ich kontrolliere das vorher immer noch mal. Manchmal hat man auch mal eine Ecke vergessen. Am besten von unten nach oben, da geht es ein bisschen leichter. So. Jetzt ziehst du. Okay. Na. So, bisschen drehen. Wieder nicht richtig gefrühstückt. Ihr Hund wird hinterher dann nochmal zum Schluss. Ja, da wird hinterher nochmal eingeholt. Ne? So. Wir müssen mal von unten durchleuchten gegen das Licht. Hm. Warte, ich kann, machen wir das mal so. So. Das stimmt. Na, jetzt sieht man die andere Sache. Ja, da sieht man es gut. Ja. Hm. Ja, und damit wird es dann defaced im Prinzip. Mhm. Genau, so funktioniert das ja bei uns. Genau. Ja, Mensch, jetzt haben wir hier gleich mal ein Thema aufgegriffen. Frage, was sagst du? Willst du anfangen zu fräsen? Los, machen wir jetzt! Nee, ja? Lieber nicht. Ja. Also, Fräsen ist dann wirklich sehr speziell. Also, da muss man schon ganz ein Gefühl in die Knochen haben. Das ist, ja, das ist wirklich nicht ganz einfach. Ich traue mir trotzdem zu. Ja, und hier siehst du halt, ne, das ist alles ein bisschen vorgefräst und gemacht, um rein weg uns das zu erleichtern. Ja. Okay. Und halt Zeit auch ein bisschen einzusparen. Ne? Und hier die zusätzlichen Überströmer jetzt, die bohrt er hier auch im Haus, ja, selber? Oder die sind jetzt schon drin? Das ist vorgefertigt. Ach, das ist vorgefertigt, genau. Wir haben einen Lieferanten, der macht es so fertig, so in dieser Form. Ja, der Rohzylinder ist von MZA. Und wir haben dann quasi jemanden, der auf der CNC die Dinger vorarbeitet, damit sie halt ganz genau rauskommen. Weil wir haben ja auch die Vorarbeitung hier im Auslass drin, das hast du vielleicht gesehen. Ne, hier haben wir auch die Löcher schon vorgefertigt. Ja, okay. Das ist auch ganz wichtig, damit es eben auch ganz genau ist, dass die Nebenauslässe ganz symmetrisch sind. Mhm. Sonst machen wir uns eine riesige Arbeit. Also da haben wir schon ganz schön dran gearbeitet, dass es eben auch dann so auf den Tisch kommt. Also okay, verstehe. Macht in der Vorbereitung zwar Arbeit, aber es ist halt CNC vorgefertigt und damit dann auch ganz genau. Frage auch nochmal, hier diese Kanten, nehmt ihr die hier auch weg? Die hier sind? Hier, die hier? Die hier, die waren definitiv mit verputzt, sag ich jetzt mal. Also verputzt, ist, geil, ja, okay. Ja, verputzen, ja. Ne? Damit halt der Übergang wirklich schön ist. Ja, okay. Ne? Und viele denken auch, oh, hier oben, ja, das wird nicht angepasst und das ist zu viel und das ist alles Käse, das ist alles Schnulli. Okay. Dieses Ausräumen von den Überströmern, 0,0 Leistung. Bringt nichts. Überhaupt nichts. Habt ihr mal getestet? Im Gegenteil, sogar die Schräge. Weil das hier richtig rumgedrückt wird und richtig reingedrückt. Ja, das können jetzt noch ein kleines Bild dazu malen, bevor wir uns dann aus dem Video verabschieden. Viel, viel besser.
Okay, ich habe hier mal einen improvisierten Zettel und versuche das mal zu erklären. Man könnte wirklich denken, wir sind doof, aber das Video ist völlig improvisiert. Also wir haben jetzt hier die Zylinderbohrung und wir haben den Überströmer. Der Überströmer hat hier einen Radius und geht hier zum Fuß. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie das gemeint ist. Hier ist also die Fußfläche, hier sind die Überströmer, hier oben wäre dann der Auslass, sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht. Und wir haben einen Überströmer und haben hier einen Radius. Und wenn das Gas hier durchkommt, ich male das jetzt mal als Pfeil, ne, das Gas kommt hier durch und wird hier durchgelenkt. Dann kann das Gas durchströmen und hat quasi, wenn der Kolben jetzt mal ganz unten ist, hier freie Bahn. Wenn aber der Radius hier fehlen würde, so hier, dann möchte das Gas quasi hier rum und hier möchte es da rum. Das bedeutet, die Teile stehen sich gegenüber, ich mal es nochmal so hier, damit man es klar hat. So. Fuck, ich hab so viel falsch gemacht. Die meisten fräsen hier drinnen den Radius weg. Und damit tut sich das Gas gegenseitig eindrosseln. Das kleine Gas kommt aus der Richtung, ich übertreibe es mal, das andere aus der andere. Ja. Das Fenster wird viel zu schnell klein und es kommt weniger durch und der Zylinder funktioniert einfach schlechter, geht weniger gut von unten, kann weniger gut überdrehen. Deswegen ist ganz wichtig, im Überströmer hier innen drin einen Radius zu haben, dass dieser Radius hier komplett ist, dass wir einen schönen, langen, einfachen Radius haben, dass das Gas schön sich einfädeln kann, den Zylinder befüllen kann. Und wisst ihr, wie meine Überlegung damals gewesen ist? Wenn ich den Durchmesser hier vergrößere, ja, dann wird's besser. Passt ja automatisch mehr Gas rein. Ja, aber an der Stelle, wo du es brauchst, passt da nicht mehr rein. Dementsprechend habe ich das dann natürlich dann hier oben auch groß gefräst. Wie gesagt, ich habe immer alles groß machen. Genau. Big ja, ist falsch. Besser. Totaler Blödsinn. Völliger Quatsch. Totaler Blödsinn. Ja. Geil. Das ist halt eine Wissenschaft für sich. Also ich muss feststellen, wir müssen jetzt wirklich ein Outro machen, weil das Video zu lang geworden ist. Wir wollten eigentlich noch ein paar mehr Sachen filmen. Vielleicht gehen wir noch weiter. In jedem Fall. Danke fürs Zusehen. Ich zeige den Knobby jetzt mal den Rest von der Bude noch, was wir hier alles haben. Ja, genau. Ja. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Daniel, geile Nummer, echt. Also, was ich jetzt hier gelernt habe, in diesen 10 Minuten, was du mir jetzt erklärt hast, war, hatte ich keine Ahnung davon gehabt. Aber mega interessant und herzlichen Dank. War mir eine Freude. Immer wieder gerne. Wisst ihr, dass das scheiße warm drin ist? Ja, beschwitzt war ich. Ja, total. Weil wir haben draußen 36 Grad. Nee, ist bestimmt der Rückgang. Wenn ich 40 wäre, geht es bei mir auch los. Schöne Zeit. Frieden und Freundschaft, bis später. Hehehe